Na, ist das nicht ein Traum von einem Haus? Das kann man wohl sagen. Ja. Nicht so ungeduldig, Cora, du kriegst ja gleich dein Fräschen. Ich will doch nur spielen. Na, du bist aber ein Schöner. Das ist eine Schöne. Ach so. Keine Angst, sie beißt dich. Sie sagt nur guten Tag. Verstehe. Sie können ja schon mal nach oben fahren, Sie wissen ja Bescheid. So. Ach, ziehen Sie hier ein? Was dagegen? Nein, nein, im Gegenteil, um Gottes Willen. Hallo, Moment mal. Moment mal! Hallo. Entschuldigung, auf gute Nachbarschaft, ja? Das wollen wir doch wohl hoffen. Wissen Sie, ich bin Arzt, ja? Ich wollte nur den Hamster ins Haus da oben bringen. So. Ach, sammeln Sie schon wieder für die Kaffeekasse der Polizei, ja? Hast du gehört, Cora? Wir haben sogar einen Tierarzt im Haus. Ja, hallo? Ja, Mama, ich bin gerade eben angekommen. Herr Dr. Naumann. Ja, richtig, richtig, richtig. Erkennen Sie mich, ja? Letztes Jahr habe ich Ihre Hand zusammengepflegt, aber wenn ich gewusst hätte, was Sie für Blödsinn damit machen, Sie ahnen ja gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Sogar die Faust kriege ich inzwischen schon wieder ganz zu. Ja, wollen wir doch mal probieren. Na? So? Funktioniert doch. Traumhaft. Wirklich ein Traum. Genau wie ich die Wohnung in Erinnerung hatte. Nein, Mama, sie ist nicht zu groß für mich allein. Außerdem habe ich mich ja noch gar nicht entschieden, ob ich später nicht doch wieder eine Praxis aufmache. Wenn das mit der Uni aus irgendeinem Grund... In das Zimmer ganz hinten, ja. Das vorletzte, links. Ja. Ach, Mama, das habe ich dir doch x-mal vorgerechnet, dass ich finanziell über die Runden komme. Hier geblieben! Nein, nicht da rein, sie steht doch davor, links. Allmählich gehst du mir aber auf die Nerven. Nein, du doch nicht, Mama. Hier, dein Satansbraten war gemeint. Du scheinst ihn übrigens nicht besonders zu vermissen. Hallo. Na, weil du nicht schon längst nach ihm gefragt hast, deswegen. Entschuldigen Sie, aber... Sekunde. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe da nur eine Frage, ja? Ja, natürlich rufe ich dich heute Abend wieder an. Vorsichtig, passen Sie doch auf, Herr Gott, noch mal. Da kommt der Hedes, ein altes Stück. Ja, ganz bestimmt, Mama. Na, wie immer halt. Also, schießen Sie los. Was machen Sie in meiner Wohnung? Was heißt schiefgelaufen, Herr Wüstholz? Haben Sie mir die Wohnung verbindlich zugesagt oder nicht? Selbstverständlich, Frau Naumann.
Und wenn wir nicht diese leidige Computerpanne gehabt hätten, dann wäre der Mietvertrag auch schon längst unterschrieben. Andere Richtung. Ich habe Ihnen doch gesagt, wo in das Bett kommt. Da rein, wo der Hamster ist. Dann werden die Sachen von der Person eben wieder rausgetragen, Herr Dr. Baste. Ja, das sagen Sie ja doch bitte selber, ja? Ich habe ganz vorsichtig versucht, ihr klarzumachen. Keine Bange, die haben ja nun mal nichts wieder draußen. Jetzt, wo ich mich endlich mit der Wohnung bei Ihnen revanchieren kann. Halt, stopp, kehrt Marsch, Herrschaften, raus! Das sag ich Ihnen, gar nicht in Frage! Jetzt sind schon zwei, die sich hier einnisten wollen. Und wenn die ganze Bagage mit Kind und Kegel... Du? Das ist ja wieder mal typisch. Sag bloß, du hast die Wohnung hier vergeben. Ja, was bleibt mir anderes übrig, wenn unser attraktivstes Mietobjekt wochenlang auf deinem Schreibtisch liegt und du keinen Finger rührst? Doch bloß, weil der Herr Professor mir versprochen hat, gleich nach der Kündigung eine Kollegin als Nachmieterin vorzuschlagen. Wenn ich Ihnen übrigens meine Frau vorstellen darf. Ach komm, deine Ausreden kenne ich. Erst die Sachen verschlampen und kaum macht dir jemand schöne Augen. Das sollten wir das nicht unter uns regeln. Wenn ich geahnt hätte, dass ausgerechnet mein Mann... Bitte, Beate. Ja? Weißt du überhaupt, an wen ich die Wohnung heute vergeben habe? Weißt du das? Ja, und ob ich den Herrn kenne? Bloß weil er dir bei deiner Gallenoperation gleich ein paar Fettpölster in die Seite geschüttelt hat. Gib mir bitte mein Thema rein, ja? Wenn du nochmal an meinen Schreibtisch schließt. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Naumann, Dr. Gottfried Naumann. Das gibt's doch nicht. Sagen Sie, muss man Ihnen eigentlich alles schwarz auf weiß beweisen? Bitte schön, hier, Naumann, Gottfried. Darf ich bei der Gelegenheit vielleicht auch Ihren Namen erfahren? Gleichfalls, Franziska. Franziska, gleichfalls? Ist gut, sehr gut. Sagen Sie, geht das noch vielleicht ein bisschen lauter? Kein Problem. Parfümierten Griffel auf meinem Schreibtisch rumwühlst, ja? Hören Sie doch voll, dass dein Schreibtisch eine einzige Müllhalde. Das war mein Projekt von Anfang an. Hörst du mir bitte mal zu, kann ich dir eine Sache sagen? Bitte? Ja, er hat ja ausgemacht, dass dieses Projekt mir gehört. Nein, wir haben immer gesagt, das ist mein Projekt, meins. Ich habe den Brief zuerst aufgemacht, das weiß ich ganz genau. Oh Gott. Ja, was gibt's denn? Ja, nur alle wirklich. Ich muss doch nicht bei jeder Lappalie antanzen. Ich meine, das kann doch auch ein anderer Kollege operieren. Ja. Gut, ich bin schon unterwegs. Ja. Ja, vielen Dank.
Welche Eische? Na, die von der Kinderstation. Und die weiß es von ihrem Freund, weil die Tante von ihm bei Dr. Naumann zu Hause putzt. Dann hat seine Frau ihn tatsächlich vor die Tür gesetzt? Naja, wundert mich sowieso, dass die Ehe so lange gehalten hat. Vielleicht hat sie früher nicht spitz gekriegt, dass er sie manchmal... Manchmal ist gut. Achtung. Morgen. Morgen. Irgendwas falsch, Herr Doktor? Nee, alles gut. Hat Ihnen schon jemand gesagt, was für wunderschöne Haare Sie haben? Ehrlich? Aber auf dem OP-Tisch möchte ich kein einziges davon sehen, ist das klar? Entschuldigung, ich wollte zu Naumann. Zu wem? Dr. Gottfried Naumann. Nie gehört. Das ist ja komisch. Einen extra Zettel im Briefkasten geworfen, dass er heute hier einzieht. Lindrichsenstraße 16, zweite Etage. Ist doch hier, oder nicht? Ja. Ja. Das ist hier. Ich bin übrigens sein Sohn. Ach. Ihr Vater soll hier einziehen? Ja. Ist er eigentlich öfter so ein bisschen? Wie so ein bisschen? So ein bisschen neben der Kappe. Allein schon diese Handschrift. Wie alt ist er? Nächste Woche wird er 55. Hat er aber nicht besonders solide gelebt, oder? Mein alter Herr und solide? Na bitte. Machen Sie sich keine Sorgen. In 2-3 Tagen habe ich meinen Mann rumgekriegt. Und notfalls wird diese Frau Naumann per Räumungsbefehl gefeuert. Ja, das ist doch eine wunderbare... Entschuldigen Sie bitte, wie heißt die Dame? Das wissen Sie nicht, Naumann, genau wie Sie. Ach du Donnerwetter. Ich meine, jetzt wird mir einiges klar. Das ist wirklich eine komische Person. Ja, ja, gleichfalls. Das ist ja... Herr Doktor? Tag. Nein. Tag. Ja. Na, du... Ja, Naumann? Was, wo sind die Möbel? Ach so, Sie kommen, ja, das ist... Ja, hallo? Ach, du bist es, ja, entschuldige, aber ich habe dich ganz vergessen. Sie haben mir doch hoch und heilig versprochen, dass Sie direkt nach Feierabend... Tut mir leid, Mama, aber wenn du wüsstest, was ich alles um die Ohren... Ja, eine wie gute... bitte? Bitteschön. Eine gute... Vergessen Sie die Couch, kann ich vor, aber bringen Sie mir... Mama, ich höre dich so schlecht. Du bist jetzt ganz weit Moment, weg. Was haben Sie gesagt? Ich glaube, mein Gerät hat keinen Saft mehr. Ja, um Gottes Willen, was ist denn jetzt mit dem Bett los? Ja, ich bin ja gleich oben und dann schließe ich mein neues Ladegerät an. Das habe ich mir gerade besorgt. Ich habe meine Verständnis. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Mir ist da gerade ein kleines Malheur passiert. Ich habe mir hier doch das Ladegerät. Ja, aber wie stellen Sie sich das da vor? Ich meine, soll ich auf dem Boden schlafen oder wie stellen Sie sich das vor? Das ist doch jetzt alles voll Joghurt und Schwanderei. Ja, aber ein Mensch mit einem. Können Sie übernehmen Sie? Ja, Dankeschön. Ich habe Sie bist verstanden. Du noch dran? Ein Mensch mit einem Bandscheiben. Schaden. Verstehen Sie, was das bedeutet? Der kann doch nicht auf dem blanken Boden schlafen. Schatztechnik. Schauladen. Nur für eine Nacht. Gleichfalls. Ich heiße Naumann. Ja, leider. Ich habe meine Zweifel, ob der sich die Wohnung überhaupt leisten kann. Chefarzt am Klinikum, da ich bitte Sie. Oberarzt, Frau Naumann. In dem Alter? Und noch nicht Chefarzt? Ich möchte nicht wissen, wie seine Personalakte aussieht. Wo doch seine Affären sogar Stadtgespräch sind. Das geht mich nichts an. Macht das denn finanziell doch einen so großen Unterschied? Aber wie? Und seine Ex wird ja wohl clever genug sein, ihn ordentlich bluten zu lassen. Ach, wie? Ach, habe ich Ihnen gar nicht gesagt, dass er in Scheidung lebt? Nein, haben Sie nicht. Mit 2 Kindern in Ausbildung und dann das Haus draußen in Lindenau, das erst zur Hälfte abbezahlt ist. Sie sind ja bestens informiert, Herr Wüstholz. Mit einem Wort, diesen Dr. Naumann, den können Sie glatt vergessen.
Über kurz oder lang habe ich Beate so weit, dass der Kerl wieder rausfliegt. Wollt ihr mir etwa zumuten, auch nur noch eine Nacht länger mit diesem Menschen unter ein und demselben Dach zu wohnen? Sie wissen doch, wie Frauen sind. Wie denn? Schwierig. Denken, warum der Chef uns sprechen will, Herr Kollege? Vielleicht zieht er sich endlich auf seinen alten Teil zurück. Der? Der operiert doch noch, wenn er Parkinson im Endstadium hat. Naja, solange wir beide den Laden hier schmeißen und die Patienten wieder zusammenflicken. Ich mir nicht doch mal Ihre Bandscheiben vornehmen sollte? Nee, lassen Sie mal. Ich habe mich heute Nacht irgendwie verlegen, wissen Sie. Irgendwie oder irgendwo? Professor Rotenstock erwartet Sie. Unterschriebenen Mietvertrag. Tut mir leid, Frau Naumann, in einem solchen Fall kann ich Ihnen als Anwältin nur empfehlen. Aber der andere hat doch auch nichts Schriftliches. Behaupten Sie. Behauptet Herr Wüstholz. Darf ich mal? Bloß nichts. Weil nämlich alle Verträge seiner Frau von ihm gegengezeichnet werden müssen. Sagen Sie mal. Erkennen Sie mich also doch noch? Das muss ja fast 20 Jahre her sein. 19, genau. Damals hieß ich noch Weber, als ich zu Ihnen in die Praxis gekommen bin. Ja, und waren bis auf die Knochen abgemagert, stimmt's? Im Gegensatz zu heute. Das glaubt mir doch kein Mensch mehr, dass ich jemals Essstörungen hatte. Seien Sie doch froh, Frau Schneider, besser so als ein Strich in der Landschaft. Wissen Sie auch noch, wie Sie mir meinen anderen Tick ausgetrieben haben, diesen fürchterlichen Ordnungsfanatismus? Mit durchschlagendem Erfolg, wie man sieht. Meine Herren, und da ich in der Nachfolgefrage keineswegs Partei zwischen meinen Oberärzten sein möchte, müssen Sie das schon selber austragen. Aber ohne Streit, wenn ich bitten darf. Lieber Herr Professor, ich für meinen Teil weiß gar nicht, wie Streit geschrieben wird. Es sei denn, einer von Ihnen beiden bewirbt sich in Freiberg, wo ebenfalls ein Chefarztsessel frei wird. Freiberg? Sollte nur ein kleiner Scherz sein. Was mache ich denn nun, damit dieses Ekelpaket so schnell wie möglich wieder alleine zieht? Mal auf Ehre und Gewissen gefragt, Frau Naumann. Wenn ich an den ganzen Leerstand bei uns denke, geht's Ihnen denn wirklich um die Wohnung? Oder nur ums Gewinnen? Ja, Sie machen mir Spaß. Seit meinem Studium bei Professor Weinberger. Er hat uns damals zu seinen Kolloquien immer nach Hause eingeladen. Seit dieser Zeit träume ich von dieser Wohnung. Und deswegen muss ich sie haben. Ja, also gut. Dann kann ich Ihnen aber nur den dringenden Rat geben. Fangen Sie bloß nicht mit dem Prozessieren an. Dazu ist der Ausgang viel zu ungewiss. Sondern? Bei dem, was Sie als Psychologin drauf haben, nutzen Sie doch Ihre Talente und... Und was? Und mobben Sie das Ekel einfach raus. Darf ich? Bitte. Sie erwarten Besuch, wie man ja unschwer erkennen kann. Allerdings. Der Besuch sind Sie. Bitte. Ich hoffe.
Ab in dein Körbchen, du weißt, wo das ist. Darf ich? Ja, bitte. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe schon als Student... Zucker? In diesem... Ja, bitte, ein wenig. In diesem schönen Haus einige Semester als Untermieter verbracht. Ist eine Schwarzwälder Kirsch vielleicht? Ja, gerne, ja. Und seit diesen Tagen, naja, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ist mir diese schöne Wohnung nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Es verfolgt mir, es ist ganz genauso gegangen. Oh, pardon. Nein, das macht überhaupt nichts, das ist schon gut. Tut mir leid. Das muss bei Ihnen aber schon ewig her sein. Ja, danke für das Kompliment. Jedenfalls lange vor meiner Zeit. Sagen Sie mal, für wie alt halten Sie mich eigentlich? 55? Ja, knapp daneben, 54. Bitte? 54. Als ob es auf die eine Woche ankommt. Ich weiß ja nicht, ob es Sie interessiert, aber nach meinen Statistiken ist das genau das kritische Alter. Kritisches Alter? Was für ein kritisches Alter? In dem erstaunlich viele Männer sich noch scheiden lassen. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ich es in meinem Beruf mit Trennungsgeschädigten zu tun habe. Ich glaube es gar nicht aus, dass man sich hin und wieder ums Eingemachte kümmern muss. 3.500 hatten wir geschätzt, richtig? Ja, aber nur, wenn ihr einen verdammt guten Anwalt findet. Dazu die Kosten für die Kinder. Ich würde mal tippen 2. Und wahrscheinlich beide noch in der Ausbildung. Mhm. Richtig? Simon und Anna. Macht pro Kopf, pro Monat 1,5 Minimum. Und schließlich noch, so wie ich Sie einschätze, hübscher Neubau auf der grünen Wiese. Ja, ja. Eigenheim in Lindenau. Gekauft vor 3 Jahren. Wie? So spät erst? Boah. Da müssen die Hypotheken ja noch mindestens, wenn nicht, naja, also, ich setze es mal ganz vorsichtig an. Wie gesagt, auf 1.000er mehr oder weniger will ich mich nicht festlegen. Puh, mein lieber Scholli. Du machst doch nicht so spannend. Ich meine, wie viel ist es denn unterm ganz Strich? Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur keine Panik. Setzen Sie sich hin. Jetzt wollen wir erst mal die Habenseite dagegen rechnen. Ja. Gott sei Dank sind wir ja Chefarzt. Habe ich recht? Oberarzt. Und dann eine 6-Zimmer-Wohnung. Übrigens, falls Sie gleich morgen packen wollen. Das passt mir sehr gut. Da bin ich tagsüber unterwegs, meine Mutter besuchen. Am besten, Sie werfen die Wohnungsschlüssel dann in meinen Briefkasten. Grüß Sie. Motorradfahrer, an die 40. Keine Papiere, Abflug ins Gelände, Frakturen, wo du noch hinfasst. Kopfverletzung? Sieht nicht so aus. Wir haben bloß ein Problem. Hä? Wir kriegen den Helm nicht ab. Warum muss ich eigentlich immer ran, wenn Dr. Roth Dienst hat? Weil er anrufen hat, dass er heute später kommt. Und warum kommt er zu spät? Irgendein Gespräch im Rathaus bei einem Gesundheitsdezernenten. Ach, ich verstehe. Wühlt sich der Herr schon in die Startlöcher, ja? Herr Gold. Falsche Richtung. Da geht's zum Park. Schwester, tun Sie das Ding doch endlich mal in die Wäsche und geben Sie ihm einen neuen Hund. Er kommt zu sich. Ja, was? Können Sie verstehen, was er sagen will? Nicht den Alten. Nee. Ja? Ja, nicht den Alten ranlassen. Ja, nicht den Alten. Kollege Roth. Thank you.
Tag, Frau Naumann. Ah, guten Tag. Alles in Ordnung mit meiner Mutter? Ach, alles bestens. Sie ist gerade umgezogen. Fein. Bitte? Wohin? Nein, unsere Suite. Wie? In die mit dem Elbblick? Das Feinste vom Feinen. Ich habe es eben erst gehört. Das ist sehr entsetzlich. Wird denn bei dem Kollegen etwas zurückbleiben? Ja, er hat einen komplizierten Trümmerbruch im rechten Unterarm. Und der macht mir wirklich Sorge. Ihnen? Bitte? Ich darf gar nicht mehr an dieses sogenannte Apartment denken. Ein Loch, sag ich dir. Und dann noch Parterre. Dach vorne raus. Zwei Leichenwagen an einem Tag. Aber hier, ach, alleine diese Aussicht. Phänomenal. Jetzt sag doch auch mal was, Kind. Nicht, dass du das wieder in den falschen Hals kriegst, Mama. Wenn es draußen ungemütlich ist, dann kann ich hier drin meine Runde drehen. Fabelhaft, nicht? Erstens wolltest du selber ins Seniorenstift, statt mit mir mitzukommen. Und zweitens, wir waren uns doch bei der Besichtigung einig, dass diese Suite viel zu teuer ist. Weil du unbedingt die riesige Weinberger Wohnung wolltest. Die wäre überhaupt nicht riesig gewesen, wenn wir beide da zusammen eingezogen wären. Komm, komm, lass mal hier runter von dem teuren Möbel. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ja, das hätte dir früher einfallen sollen. Ja, ich bin nun mal hier aufgewachsen. Und jetzt, wo du so klotzig verdienst? Klotzig, schön wär's. Wenn ich alle meine laufenden Kosten zusammennehme und den Zuschuss, den du sowieso schon von mir kriegst, dann komme ich gerade mal so über die Runden. Und jetzt noch mindestens 1.500 Mark mehr für diese Luxussuite. Bitte, dann packe ich meine Sachen eben wieder. Dabei hast du doch dieses Einzimmer-Apartment da unten richtig gemütlich gefunden, als wir es eingerichtet haben, Mama. Damit man Mama besser abtransportieren kann, ja? Dann ziehe ich lieber gleich in die Klitsche von der Wohlfahrt. Wenn schon, denk schon. Ach, fängt das wieder. Dann bleibt von meiner Rente sogar noch was für dich übrig. Ist ja schon gut, Mama. Du sollst deine Suite haben. Ich übernehme die zusätzlichen Kosten. Und du suchst in der Stadt eine schnucklige kleine Wohnung. Ist sowieso das Vernünftigste für dich, Kind. Jetzt gibst du sofort meine Pantoffel her. Und die Pantoffel ist doch ganz neu. Aus! Ich möchte bloß wissen, warum du ihn denn damals angeschafft hast. Ne, Cora? Das würden wir beide gerne wissen. Wahrscheinlich, damit sie noch jemanden zum Kujonieren hat. Mensch, seid doch vorsichtig! Das Fallen wird doch nach! Ja, hereinspaziert. Es gibt was zu feiern. Was denn? Naja, ich habe gute Chancen, Chefarzt zu werden. Und das bedeutet natürlich einen Quantensprung in meinem Portemonnaie. Gratuliere. Es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie schon mal den Tisch decken würden. Was es gibt, wird mich verraten. Tut mir leid. Ich muss heute Abend noch ins Funkhaus. Aber wieso? Die Sendung hier beginnt doch erst um 10. Bitte, bitte, ich hab's mir doch extra angekreuzt. Trotzdem. Ach, nun, seien Sie doch kein Spielverderber, bitte. Springen Sie einmal über Ihren Schatten, ja? Warum laden Sie nicht Ihre Maklerin ein? Wen soll ich einladen? Ihre Frau Wüstholz, der Sie das Fett abgesaugt haben. Ach Gott, was soll denn diese Spitze wieder? Erstens bin ich Chirurg, nicht irgendein Kurfuscher. Und zweitens habe ich von dem ganzen Theater die Nase voll. Entweder Sie räumen freiwillig das Feld oder wir gehen vor Gericht. Meine Anwältin gibt Ihnen sowieso nicht die geringste Chance. Die Wohnung gehört mir, mir, mir! Ich meine, das kann man doch nicht alles verkommen lassen.
Abend. Sie sind aber heute früh dran. Wie viele Anrufe? Schon wieder gut 10% mehr als beim letzten Mal. Unsere Sendung ist ein Renner, Frau Naumann. Irgendwas Ungewöhnliches dabei? Jede Menge. Dann picken wir uns mal die Rosinen raus. Hier zum Beispiel eine Frau Ulla Naumann, Mitte 40. Ach, wimmelt's ja eigentlich von Naumanns. Sie will aber nicht, dass ihr Name genannt wird. Ist ja ganz was Neues. Ja, ihr Mann ist ziemlich bekannt, sagt sie. Oberarzt im Klinikum, Chirurg oder sowas. Kennen Sie den? Na, bravo. Ja. Ja, weinen Sie ruhig. Lassen Sie alles raus. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Das ist der beste Beweis dafür, dass wir bei Ihnen den richtigen Punkt getroffen haben. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben, Frau Dr. Naumann. Aber versuchen Sie nicht wieder in Ihre alten Fehler zurückzufallen, Günther. Garantiert nicht. Also nochmals vielen Dank. Ja, alles Gute für Sie. Pünktlichkeit ist ein Ziel. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir auch schon zu meiner letzten Anruferin. Eine Anruferin, deren Namen ich besser nicht nennen sollte, weil sie... Hereinspazieren! Was machst du denn hier? Wohnst du also doch hier, ja? Was heißt, wohnst du also doch hier? Naja, ich wollte vorgestern schon mal bei dir reinschauen, aber da kam jemand aus der Wohnung, der behauptete, dass du gar nicht hier wohnst. Dass ich hier gar nicht wohne? Ach so, ja, das war meine Putze. So eine Putze hätte ich auch gerne mal. Du, Entschuldigung, lass uns zusammen telefonieren und wir machen was aus. Ja, also, warte doch mal, ich muss kommen. Tut mir leid, mein Sohn. Oh, Entschuldigung. Oh, ist irgendwas passiert? Nichts passiert. Echt nicht? Nein. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ich will zu Naumann. Dr. Gottfried Naumann? Der wohnt doch hier, oder? Zweiter Stock. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich glaube, wir zwei sollten jetzt endlich mal Tacheles reden. Nach fast 30 Jahren Ehe, in denen Ihr Mann sich locker einen Seitensprung nach dem anderen erlaubt hat. Und ich, blöde Kuh, hab mir nie was anmerken lassen. Erklären Sie mir doch bitte mal, warum Sie ihm jetzt, wo Sie ihn endlich vor die Tür gesetzt haben, bitte, so schwer Ihnen der Entschluss auch gefallen sein mag, warum Sie ihm jetzt plötzlich nachtrauern. Trauern wäre zu viel gesagt. Ich werde bloß irgendwie nicht damit fertig. Womit werden Sie nicht fertig? Wissen Sie, im Grunde habe ich ihn noch gar nicht richtig rausgeschmissen, sondern... Ja? Er ist selber gegangen. Es ist ja eigentlich viel unverfrorener. Nicht, wie Sie denken, Frau Naumann. Er hat seine Sachen gepackt, nachdem ich ihn in den Kopf geworfen habe, dass ich... Ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Aber das war nur dieser eine Mann in den ganzen langen Jahren. Dass ich Gottfried auch betrogen habe. Sind das runde Fischstäbchen? Nein. Das ist Fenchel überbacken. Guten Appetit. Wünsche ich Ihnen auch. Nein. Entschuldigung. Das macht man anders. Wir nehmen das Fischmesser in die eine Hand, Gabel in die andere Hand. Und dann machen wir einen ganz präzisen Schnitt von links nach rechts. So. Naja, wie beim Kaiserschnitt, nicht wahr? Ist das Maiglöckchen? So, ja, und dann klappen wir die eine Hälfte nach oben. So, wunderbar, die andere Hälfte nach unten. Sodass wir die Gräten vom Schwanz her in einem Stück rausheben können. Voilà. Was Sie so alles können, Herr Doktor. Ja, nicht umsonst bin ich Operateur. Übrigens, ich heiße Gottfried. Was du so alles kannst, Gottfried.
Da muss ich mich nicht klar genug ausgedrückt haben. Auf keinen Fall, Frau Naumann. Wo denken Sie hin? Nein, der kommt mir garantiert nicht mehr über die Schwelle. Ja, ich wollte ja auch nur, dass Sie es noch einmal für sich selber klar und deutlich aussprechen. Die Scheidung ist sowieso schon eingereicht. Und wo ich jetzt von Ihnen weiß, dass es nicht an mir liegt. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Da kann ich auch gut damit umgehen. Das meine ich aber auch. Viel Glück für Sie. Und somit, meine Hörerinnen und Hörer, wären wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Kommen Sie gut in die Nacht und bis zum nächsten Donnerstag, wo das Motto wie immer lautet: Wer Rat sucht, macht sich schlau an. Ihrer Franziska Naumann. Toll. Warum soll ich eingeschnappt sein? Du hast deine Suite gekriegt und ich hab... Ach, jetzt kommt die Nummer wieder. Jetzt setzt du mir die Pistole auf die Brust und nachher tut's dir leid. Was willst du? Auf gar keinen Fall, Mama. Ich habe morgen sowieso keine Zeit für dich. Es ist mir doch egal, ob du schon eine Fahrkarte hast. Dann gibst du sie eben wieder zurück. Das ist ganz einfach. Holst dir ein Formular, füllst es aus, kriegst du dein Geld wieder. Ja, gute Nacht, Mama. Sie denken doch nicht, dass ich... Ich denke überhaupt nichts. Aber solange wir unter einem Dach wohnen... Ja, ich glaube, das sollten wir doch besser unter vier Augen... Solange bestehe ich darauf, dass ich wenigstens nachts meine Ruhe habe. Ist das hier eine WG oder sowas? Das könnte Ihnen so passen. Eine WG. Sagen Sie mal, was soll denn das? Sie machen hier einen riesen Fass auf, ohne das geringste Taktgefühl, ja? Taktgefühl? Und das aus Ihrem Mund? Schämen Sie sich denn gar nicht in Ihrer Torschlusspanik, dieses junge Ding, das glatt Ihre Tochter sein könnte? Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich habe keine Torschlusspanik. Torschuss statt Torschluss. Na, darauf ist ja nicht mal Freud gekommen. Was würden Sie nur machen, wenn Sie Ihren Freud nicht hätten? Hm? Man muss es sich vorstellen. Über Jahre hinweg die eigene Frau hintergehen. Aber kaum zahlt sie ein einziges Mal mit gleicher Münze zurück. Oh, da ist der Göttergatte so tief gekränkt, dass er den Schwanz halt zieht und Hals über Kopf das Weite sucht. Wer zieht hier den Schwanz ein? Vor lauter Minderwertigkeit. Aber das kennt man ja, vor lauter Minderwertigkeitskomplexen gleich den Offenbarungseid ablegen. Um schon bei nächstbester Gelegenheit eine neue Bestätigung zu suchen. Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie für mich sind? Sie sind für mich das klassische Fallbeispiel für Versagensängste beim Einsetzen der Impotenz. Okay, jetzt bin ich mal dran, ja? Soll ich Ihnen mal was sagen? Also Sie sind das beste Beispiel dafür, dass jeder Psychologe seinen eigenen Psychologen braucht. Verzeihen Sie mir. Kommst du wieder? Komm, Was ist denn los? Ach. Komm, rein. Tja, du. Wir sollten jetzt langsam Schluss machen, hm? So, ich bring dich noch nach unten, ja? Nicht nötig. Eine Frage hätte ich noch. Willst du nicht oder kannst du nicht? Wir haben in der Fakultätssitzung wirklich alles versucht, Frau Dr. Naumann. Restlos alles. Ohne Doktor. Leid es mir tut, aber
Dieser ungünstige Termin für Ihre Antrittsvorlesung konnte leider nicht mehr geändert werden. Herr Kollege, ich glaube aber ganz einfach... Aber was sagt schon die Anzahl der Zuhörer über die Qualität eines Dozenten aus? Aber wissen Sie, von Qualität kann jeder schwafeln. Quantität ist wenigstens messbar. Ist das okay? Mhm. Pass auf. Wenn ich mir vorstelle, da hätte ich auch noch was abgekriegt. Ist doch schön, lieber Herr Kollege, wenn man wieder lachen kann, nicht? Ja, vor allem nachdem ich gehört habe, was die Schwestern neuerdings über Sie tuscheln. Ach nee, was denn? Kommt von den Bäumen runter. Er kann nicht mehr. Oh, oh, oh. Noch ein bisschen weiter zur Seite. Noch ein bisschen. Gut so. Und jetzt den Kopf über die Schulter zu mir zurück. Die Nase glänzt. Gut so? Ja. Und lächeln. Lächeln. Ich kann nicht auf Kommando lächeln. Ich kann so nicht arbeiten. Was soll überhaupt dieser ganze Blödsinn mit den Autogrammkarten? Ich bitte Sie, Frau Naumann, diese Frage, die hatten wir doch längst geklärt. Ja, Sie vielleicht. Also eigentlich wollte ich Sie Ihnen erst sagen, wenn die Sache spruchreif ist. Was denn? Die Kollegen vom Fernsehen überlegen, ob sie unsere Sendung übernehmen. Das erzählen Sie mir doch jetzt nur, damit ich schön stillhalte und Sie Ihr albernes Lächeln kriegen. Unsinn, Frau Naumann. Übermorgen soll ich beim Intendanten antanzen. Ernsthaft? Ich schwöre. Was meinen Sie, was das allein finanziell für Sie bedeuten würde? Wirklich? Nein! Genau so. Und Sie sagen, dass Sie nicht lächeln können? Gefehl. Ich meine, wir wollten uns doch zusammen telefonieren, sag mal. Hast du trotzdem ein bisschen Zeit für mich? Hm? Ja, okay. Was gibt's denn? Ich hab da ein bisschen was mitgebracht, ne? Mach dir keine Sorgen, das ist weniger, als es aussieht. Ja, ich mach schon. Nur rein oder raus? Rein. Was geht denn in Ihrem Kopf vor? Sie erzählen meinem Sohn, dass ich hier gar nicht wohne. Ich meine, was soll denn das? Sie sind doch immer so klug. Noch nie was von Datenschutz gehört? Sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Ich dachte, es wäre Ihnen nicht recht, wenn Ihre Familie davon erfährt. Ich meine, solange Ihre Scheidung noch nicht über die Bühne ist. Wovon erfährt? Dass wir zusammenleben. Vorläufig jedenfalls. Ich muss dir über die Dame wohl nichts mehr sagen, ja? Die ist... Was bin ich? Also gelinde gesagt, ja? Neben der Kappe. Dasselbe hat sie von dir gesagt. Was hat sie von mir gesagt? Naja, dass du neben der Kappe bist. Du Einzelnächte, bitte, das ist okay. Ja, aber keine Nacht länger. Ja, du musst dir angewöhnen, Miete zu bezahlen. Schmeißt man nicht mal nicht raus. Aber wenn deine Tochter auf der Matte stehen würde, die würdest du garantiert nicht wieder auf die Straße schicken, wetten? Komm, Anna, die ist 19. Ist ja fast noch minderjährig. Ja, klar, und Papas Liebling, das kennen wir ja. Warum siehst du nicht bei deiner Mutter? Ich meine, da ist doch Platz genug. Weil sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Ach, geht's der alten Dame nicht gut, hm? Nee, im Gegenteil. Sie will bloß vorläufig nichts mehr mit Männern zu tun haben, sagt sie jedenfalls.
Mama, deine neue Wohnung ist übrigens große Klasse. Noch? Noch ist sie nicht meine Wohnung. Oh, Paps, die Wohnung ist doch riesig. Warum teilt ihr sie euch nicht? Du hast doch wohl nicht alle... Du hast doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. Darf man vielleicht mal fragen, was das hier werden soll? Nur etwas Ordnung, ein bisschen System, damit wir uns nicht wegen jedem Klacks in die Haare kriegen. Solange die Frage des Mietvertrags noch nicht geklärt ist. Ach ja, apropos Vertrag. Ich habe gehört, Sie wollen hier eine Praxis aufmachen. Keine Chance. Diese Gegend ist absolutes Wohngebiet. Da, wo die roten Kleber sind, da habe ich meine Sachen reingestellt. Die blauen habe ich für Sie reserviert. Könnten Sie mir vielleicht mal verraten, was eine alleinstehende Frau mit 6 Zimmern will? Also ich zum Beispiel... Mit blau sind Sie doch einverstanden, oder? Ich glaube, Ihnen ist noch gar nicht aufgefallen, mein Sohn. Das ist mein Sohn hier. Der ist gerade hier eingezogen. Ja. Papst, und meine Tochter wird hier in der nächsten Zeit auch eine Bleibe finden. Nee, Anna wollte doch in Studenten wohnen. Was den Herd und die anderen Sachen betrifft, die wir gemeinsam benutzen müssen, wie diesen Tisch zum Beispiel, wir sind doch schließlich keine kleinen Kinder mehr, gell? Das Gefühl habe ich aber manchmal. Was hat er denn? Tja, vielleicht sieht er einfach ein bisschen zu viel Rot, hm? Ja. So. Was ist mit dem Backofen? Hätten Sie lieber Ober- oder Unterhitze? Natürlich werde ich mich beschweren. Das ist keine Rolltreppe, das ist eine Stolperfalle. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, gute Frau. Ich bin keine gute Frau. Ja, dann eben nicht. Außerdem geben Sie mir sofort meine Tasche her. Die kriegen Sie ja gleich wieder, wenn Sie im Krankenwagen sind. Sie sollen mir meine Tasche geben. Ja. Das ist für euch. Dankeschön. Dankeschön. Und Sie kriegen nichts. Was machen Sie eigentlich beruflich, wenn ich fragen darf? Studieren. Jura. Offiziell jedenfalls. Und inoffiziell? Och, nur diesmal das. Ein bisschen Musik machen, Taxi fahren, schöne Frauen bewundern. Und warum bringen Sie Ihr Studium nicht erstmal zu Ende? Warum sollte ich denn? Das ist doch Ihr Handy, oder nicht? Keine Lust. Sie wissen auch gar nicht, wer drin ist. Punkt 6, das kann nur meine Mutter sein. Ja. Haben Sie Zoff mit ihr? So würde ich das nicht nennen. Ich könnte sie nur manchmal umbringen. Hier, da passt der. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Es juckt. Was jetzt schon? Was macht man dagegen? Ja, nur jucken lassen. Aha. Wollen Sie einen? Ja, um Gottes Willen, nichts Gesundes. Sagen Sie, gnädige Frau, hat man Ihre Angehörigen überhaupt schon benachrichtigt? Ach, sie hält es ja nicht mehr für nötig, ans Telefon zu gehen. Bitte wer? War großartig im Radio tönen. Wer Sorgen hat oder so, der macht sich schlau an. Franziska Naumann? Weiß Gott, nichts Schlechtes über das Kind sagen, aber so stur und verbohrt, wie sie manchmal ist. Mich wundert es jedenfalls nicht, dass Franziska in ihrem Alter immer noch keinen Mann hat. Das oh, spät kommt sie. Doch, sie kommt.
Mann! Oh, Papst, das wäre doch nicht nötig gewesen, ne? So kann man sich täuschen. Geht's dir noch gut? Ja, mit Bier geht's besonders gut. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Kaffee oder Tee? Ich habe beides im Angebot. Schönen Tag noch. So kann man sich täuschen. Halt die Klappe und zieh dich erstmal richtig an, ja? Also das Alleräußerste, wozu ich bereit bin, ist morgen. Ist was? Morgen. Dass wir die Wohnung teilen. Was für mich? Als ob ich nicht schon selber drauf gekommen wäre. Irgendwelche Anrufe? Ja, warum hast du nichts gesagt? Ja, weil Frau Naumann bei dem Vorschlag an die Decke gehen würde. Ach Gott, jetzt macht er sich gleich in die Hose. Als ob du nicht selber Schiss hättest, deinem Herrn Doktor die Hälfte der Wohnung zuzumuten. Wart's ab, wenn ich mit ihm vernünftig rede, sagt er bestimmt ja und amen. Ja, dem reichen ja auch 3 Zimmer für sein Liebesleben. Franziska Naumann ist hier. Aber behaupten Sie bloß nicht wieder, Herr Wüstholz wäre vor 5 Minuten weggefahren. Ich habe ihm nämlich gerade beim Einparken seinen Kotflügel demoliert. Ich zeichne Ihnen das mal auf, wie ich mir das vorstelle. Der Flur wird halbiert mittels einer Trennwand. Ein zweiter separater Eingang wird mit einem Durchbruch ins Treppenhaus geschaffen. In der Küche wird eine Wand von da nach da gezogen. Die bestehende kommt weg, es ist keine tragende, und wird hinter das Fenster verlegt und mit einer Schiebetür versehen. Die beiden Küchen sind geringfügig kleiner, aber sie sind immer noch größer als die heutigen Einbauküchen. Mit diesem minimalen Eingriff hat jede Partei ihren eigenen Zugang zur Wohnung. Ist das klar? Klar. Und dass ich nur die Hälfte der Miete überweise, hat Ihnen Ihre Sekretärin doch sicher schon ausgerichtet. Aber sicher. Und je schneller der Umbau passiert, desto besser. Womit wir nicht nur 2 separate, wunderschöne 3-Zimmer-Wohnungen hätten, sondern auch eine ideale Lösung für diesen ganzen hässlichen Streit. Meinen Sie nicht auch, Herr Doktor? Welches Gehirn kann sich nur sowas einfallen lassen? Wieso fragen Sie das? Weil das Mumpitz ist, was Sie sich da ausgedacht haben. Frau Naumann und ich, wir sind doch 2 erwachsene Menschen, ja? Die auch ohne diese Mauer da leben können. Ach Gott, ist das so eine schöne Wohnung. Da muss man doch keine Mauer durchziehen. Ja, aber das kann man doch farbig verputzen. Das ist doch gar kein Problem heutzutage. Ich dachte, die Mauer, die hätten wir nur langsam hinter uns, ja? Ja, ja, der sagt zu allem Ja und Amen. Rutsch mir doch den Pöppel runter. Manchmal frage ich mich wirklich, was für Klienten du eigentlich an Land ziehst. Jedenfalls keine, die mir mein Auto ramponieren. Falscher Alarm. Wahrscheinlich hat die das nur behauptet, damit... Schau doch mal, Schätzchen. Überraschung. Die kann was erleben. Überraschung! Ey! Aber ich habe im Rahmen meines Lehrauftrags auch weiterhin nicht vor, Ihnen das harte Brot des Psychologen durch irgendwelche leicht verdaulichen Anekdötchen schmackhafter zu machen. Worum es mir geht, ist der ungeschminkte Einblick in die Realität einer praktischen Psychologie, wo wir nur selten einmal. Wenn überhaupt, das kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, unsere hochgesteckten Ziele erreichen. Wo wir viel mehr lernen müssen, uns tagtäglich die Zähne auszubeißen an Problemen, die viel komplexer sind, als es sich unsere Schulweisheit je träumen lässt. Aber wo wir trotz allem die Hoffnung nie aufgeben dürfen, einen kleinen, vielleicht einen winzig kleinen Teil zu dem beizutragen, was unser Stammvater Sigmund Freud einst die Versöhnung des Menschen mit sich selbst nannte. Ich danke Ihnen. Thank you.
Simon? Simon! Ja? Der kann gerade nicht. Soll ich ihm was ausrichten? Wenn mein Herr Sohn mich noch ein einziges Mal stolpern lässt, ja? Dann macht er einen Abflug und zwar schneller, als er denken kann! Da muss man einfach drüber weghören. Gut zu wissen. Ich heiße übrigens Simon. Ja, und? Darf ich Franziska sagen? Bitte. Wenn Sie wollen. Wenn du willst. Simon, sind Sie... Bist du schon wach, Simon? Rate mal, von wem ich heute Nacht geträumt habe. Verrat mir lieber, ob dein Vater irgendwas davon gesagt hat, dass er auszieht. Wieso? Ja, weil er eben seinen Hamster ins Auto gepackt hat und weggefahren ist. Mit seinem Hamster, ja? Ja. Wetten, dass ich weiß, wo er mit dem hingefahren ist? Da kommst du nie drauf. Schon typisch für ihn, wie er damals im Klinikum durchgeboxt hat, dass die alte Oma ihren Hamster mitbringen konnte. Aber dann kommt's echt krass. Wer selber gemacht, das Quittengelee? Nein, meine Mutter. Schmeckt toll. Was war echt krass? Als die Oma am Sterben war, ja, da musste mein Vater ihr hoch und heilig versprechen, dass der Hamster in gute Hände kommt. Und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Und das, obwohl er mein Vater noch nie was mit Haustieren am Hut hatte. Im Gegenteil. Also manchmal da kapiere ich einfach nicht, wie der Mann tickt. Woran denkst du? Hallo. Als euer Steuerberater könnte ich ja nur davon profitieren. Aber ich meine es ausnahmsweise mal ganz uneigennützig. Ehrlich. Beate, denkt doch nur mal dran, was für finanzielle Probleme so eine Scheidung mit sich bringt. Mensch, Werner, was ist denn bloß in dich gefahren, dass du es dir nicht wenigstens noch mal überlegen willst? Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Was denn für Probleme? Alles geht 50-50. Aber wie stellt ihr euch sowas denn eigentlich vor?
Zum Beispiel die zig verschiedenen Mietobjekte. Und die ganzen Grundstücke, die ihr habt. Das krieg ich doch nie und nimmer hin, die so zwischen euch aufzuteilen, dass ihr nicht nachher ankommt. Das ist deine Sache. Halbe, halbe, haben wir uns verstanden. Auf den Quadratmeter. Schluss aus, Basta! Soll ich vielleicht alles in der Mitte durchsägen, oder was? Na? So. Na, nicht gleich übermütig werden, mein Freund. Nehmen wir erstmal die Tropfen. Na komm, mein Freund. Komm. Na komm, kommst du hier. Was kann ich dafür, wenn der Schlauch platzt? Weißt du, was du willst? Du bist ein Kindskopf. Stehen dir gut die nassen Haare. Aber ich lieb dich doch. Franziska, ich liebe dich! Hast du gehört, Franziska? Ich liebe dich! Jetzt ist Schluss! Vorsicht! Aus! 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 Ach Gott, Anna. Bist du gar nicht überrascht, Papst? Also, um ehrlich zu sein, bei dir hat mich noch nie was überrascht. Ach. Wie war denn die Reise? Genial. Ja? Es wundert mich eigentlich, dass meine Tochter bei ihrem Alten Unterschlupf sucht. Na, nur für eine Nacht. Zu Hause bin ich nicht reingekommen. Wahrscheinlich ist Mami wieder auf ihrem Kurs. Was für ein Kurs? Hat sie mir beim letzten Mal am Telefon gesagt. Irgendwas mit Selbstfindung. Na ja, na klar. Alle Schabracken über 50 enden notgedrungen bei der Selbstfindung. Hey. Ja. Du kannst mir doch deinen Schlüssel für unser Haus geben. Hm? Du, ich hab keinen mehr. Hat mir dein Bruder abgenommen. Und wo soll ich denn finden? Aus deiner letzten Adresse haben sie ihn anscheinend auch schon wieder gefeuert. Ja, ich glaube, der gründet eine WG. Nicht die zwei oberen Fächer, die gehört Franziska. Wie im Kindergarten, echt, ey. Wo jeder seine Bildchen auf der Tasse hatte, weißt du noch? Die ist auch von ihr. Hm? Soll ich deswegen verdursten? Den beiden muss man doch mal das Hirn durchpusten. Wohnen in derselben Wohnung und dann... Hi, ich bin die Anna. Ich bin die Franziska. Bist du wirklich die mit der Sendung im Radio? Ja, warum? Habe ich zufällig mal gehört. Richtig abgefahren. Ist das jetzt ein Kompliment oder was? Na, ich meine nicht die ganze Lebenshilfekacke, die die Leute hören wollen. Aber wie du mit den Anrufern immer ratzfatz auf den Punkt kommst. Darf echt mal? Stark. Ich habe ihr gesagt, dass das deine Milch ist. Ja und? Kannst du? Was ist überhaupt mit dir los? Schon wieder Krach mit ihm? Oder warum machst du die ganze Zeit deiner Feldübergang? Ach, komm, 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 lass mich einfach in Ruhe, ja? Typisch Männer.
Konfliktunfähig bis zum geht nicht mehr. Findest du nicht auch? Doch, schon. Hast du heute Abend schon was vor? Nicht direkt. Papa! Herr Dr. Naumann! Was gibt's denn? Lädst du uns heute Abend zum Essen ein? Sag mal, ist das jetzt dein 14. oder 15. Semester? Geht dich das was an? Ja, Leute geben, die schaffen es nahtlos. Vom Studium in den Ruhestand. Und andere, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, dass sie sich demselben unaufhaltsam nähern. Was willst du eigentlich studieren, Anna? Neurophysiologie. Oh, Neuro was? Hirnforschung, du Trottel. Oh, finde ich sehr interessant. Mhm. Weißt du, dass ich neulich an dich denken musste? Ach nee. Als in der Zeitung stand, was sie vor kurzem in Amerika rausgefunden haben. Da bin ich aber gespannt. Dass wir unsere Entscheidung nämlich gar nicht selber fällen. Mhm. Und wer trifft sie? Da passiert was von ganz alleine im Gehirn. Und wir bilden uns nur ein, es wäre unser freier Wille. Verrätst du uns auch, was das mit deinem Vater zu tun hat? Naja, weil er manchmal Sachen macht, wo man denkt, der hat sie nicht mehr alle. Jetzt weiß ich endlich, was meine Tochter von mir geerbt hat, nicht wahr? Und was hat Simon von Ihnen? Werden Sie schon dahinter kommen. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Wie meinst du das? Du willst doch bloß nicht wahrhaben, dass ihr zwei euch viel ähnlicher seid, als ihr denkt. Das hat ich aber für beruhigt. Na bitte? Soll ich dir sagen, was der beste Beweis dafür ist? Na? Sie sind immer auf die gleichen Frauen scharf. Nacht, Cora. Cora? Wo bist du? Hat sich wieder versteckt? Satansbraten. Cora? 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 Ja, aber was machen Sie denn auf meinem Balkon? Entschuldigen Sie, danke. Mein Hund. Was ist mit Ihrem Hund? Der saß auf Ihrem Bett. Ach, Ihr Hund auf meinem Bett, ja? Ich kann Ihnen das erklären. Sie müssen gar nichts erklären. Sie frieren, ja? Ich friere nicht, nein. Darf ich? Jetzt haben Sie aber Gänsehaut. Ach so, ja, ich... Sie
Sie haben da was. Was? Da, in Ihren Haaren. Darf ich? Einen Moment. Ein Blatt. Ja. Da darf man sich was wünschen, ach, wenn man es wegpustet. Oh. Ja, ich muss morgen sehr früh raus. Ja, ich muss auch früh raus. Ja, also dann. Gute Nacht. Ja. Guten Nacht. Komme! Na dann mal reinspazieren. Tut mir leid, meine Herren, dass Sie umsonst gekommen sind, aber es kann sich wirklich nur um einen Irrtum handeln. Aber? Ganz bestimmt ein Missverständnis. Hier ist doch Hinrichsenstraße 16. Ja, hier ist Hinrichsenstraße 16. Naumann. Und ich werde auch gleich nachher bei Wüstholz Immobilien anrufen und die Sache klarstellen. Kapiert? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann kriege ich Sie wegen Hausfriedensbruch dran. Ja, ein für alle Mal, hier wird keine Trennwand eingezogen. Kapiert? Muss ich sich vorstellen, so eine Wohnung, eine Mauer. Morgen! Morgen, morgen. Morgen! Morgen. Interessantes Studium. Was? Verhaltensforschung. Komm. Aber ich meine, alles das, was Sie mir von Ihrer Tochter also, erzählt wenn Sie haben, heute ist doch. Wieder nicht erscheint, dann ist aber Feierabend. Ja, darf ich, darf ich Sie mal was fragen, gnädige Frau? Sie doch immer, Herr Doktor. Endgültig Feierabend. Ja, ja, bitte. Aber warum reden Sie nicht einfach mal mit Ihrer Tochter? Ja, das versuche ich doch schon seit Ewigkeiten. Aber das Kind hört mir ja nicht zu. Als ob man gegen eine Mauer rennt, glauben Sie mir. Genau wie Ihr Vater. Na, dem konnte man sich auch den Mund fusselig reden. Immer dasselbe. Hier rein und da wieder raus. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich mit ihm durchgemacht habe. Wirklich jahrzehntelang, gut 20 Jahre, von morgens bis abends hier rein, da raus. Sogar noch die letzten Wochen, bevor er gestorben ist. Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf steht, so viel war in der Eile noch zu regeln. Aber nein, nein, er hat einfach seine Ohren auf Durchzug gestellt. Keinen einzigen Pieps mehr gesagt. Phänomenal. Frau Naumann, was verlangen Sie von mir? Dabei habe ich Ihnen schon am Telefon gesagt, dass ich mich nie mit jemandem treffe, der bei mir in der Sendung anruft. Deshalb bin ich Ihnen doch auch so dankbar, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ja, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Weil Sie mir, sehr überzeugend übrigens, den sterbenden Schwan vorgespielt haben. Und jetzt soll ich Ihnen helfen, Ihren abgesprungenen Liebhaber wieder einzufangen. Ich fasse es nicht. Aber warum will er denn jetzt auf einmal nichts mehr von mir wissen?
Jetzt, wo ich endlich frei für ihn bin. Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Erst erzählen Sie mir was von einem einmaligen Seitensprung. Und nun höre ich, dass es ein Verhältnis über mehrere Jahre war. Zahlen, Fräulein. Dabei ist das wahrscheinlich immer noch nicht die volle Wahrheit. Doch. Ach, dann erklären Sie mir doch mal, warum Gottfried, Ihr Mann, meine ich, so rasant, so plötzlich seine Koffer gepackt hat. Dem haben Sie doch ganz genauso die Hucke voll gelogen. Er ist doch schon ausgerastet, als er bloß den Namen gehört hat. Dann war es auch noch jemand aus Ihrem Bekanntenkreis? Vielleicht sogar ein guter Freund? Ach was. Mein Mann hat Hans-Dieter noch nie leiden können. Hans-Dieter wer? Na, Dr. Roth, sein Kollege aus der Klinik. Na, kommen Sie schon. Und auch wenn das erst morgen offiziell verkündet wird, darauf anstoßen dürfen wir ja, oder? Es wurde ja auch langsam Zeit, Herr Kollege. Dann auf den neuen Chefarzt. Dann freuen Sie sich doch endlich mal. Da mache ich mich extra auf den Weg, um Ihnen persönlich die Freudenbotschaft zu überbringen, dass Ihre Sendung ab Herbst vom Fernsehen übernommen wird. Und da darf ich Sie nicht mal auf ein Gläschen Shampoos einladen? Nächste Woche vielleicht. Ja, wenn es da nicht schon zu spät ist. Ich meine, er will schon beim Funk alt werden, nicht wahr? Und deswegen dachte ich mir, ich meine, ich kenne die vom Fernsehen ja nicht persönlich. Ob Sie vielleicht für mich ein gutes Wort einlegen können. Tja, dann würde ich mal nicht weiter stören. Bis heute Abend. Funkhaus. Vater, denn der Sohn. Stadtradio FM 3, 87.7. Die Neuigkeiten des Tages. Die durch ihre populäre Ratgeberstunde im Funk bekannt gewordene Psychologin Franziska Naumann steht vor einem weiteren Karrieresprung. Wie soeben gemeldet, soll ihre Sendung demnächst ins dritte Fernsehprogramm übernommen werden. Na, das ist ja eine Überraschung. Aus dem Zoo erfahren wir, dass Panda-Bär eine kleine Psychologin Mutter geworden ist. Der Vater ist extra zur Säugung aus Peking eingeflogen worden. Also, ab in den Zoo. Ja, entschuldigen Sie, kann man bei der Auskunft eigentlich auch eine Handynummer fragen? Von einer gewissen Franziska Naumann. Aus unterrichteter Quelle verlautet, dass unser Klinikum einen neuen Chefarzt bekommen wird. Dr. Gottfried Naumann, langjähriger Oberarzt in der Chirurgie, soll morgen als offizieller Nachfolger von Professor Rotenstock vorgestellt werden. Ja, toll! Werden. Den rufe ich an. Ah, Nummer. Klar rufe ich den. Also. Besetzt. Ich suche Frau Franziska Naumann. Kann ich nicht sagen. Das ist mein Kollektor. Entschuldigen Sie, zu Frau Franziska Naumann. Ich habe keine Ahnung. Kommst du mal hierher?
mir sicher im Auto aus der Tasche gefallen. Herr Dr. Naumann? Herr Dr. Naumann, könnten Sie mir mal aufmachen? Das ist ja zur Sendung. Naja, geht nicht anders. Schade, schade. Wahrscheinlich gratuliert ihm Gott und die Welt. Ach, na. Na, Frau Laumann. Besetzt, besetzt, besetzt. Und jetzt geht keiner ran. Er hat sie in Luft aufgelöst. Weißt du, dass du mir immer sympathischer wirst? Ich bin bekloppt. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Unser letzter Anruf kommt heute von Frau Verena Hansen, die uns ihr Problem am besten selber schildern wird. Frau Hansen, was haben Sie auf dem Herzen? Frau Hansen? Können Sie mich hören, Frau Hansen? Tja, also da scheint irgendjemand auf der Leitung zu stehen. Wenn mir die Regie dann bitte einen Ersatzanruf durchschalten könnte. Hallo? Hallo? Hier ist Franziska Naumann. Mit wem spreche ich? Ja, das möchte ich nur ungern sagen. Ja gut, dann sagen Sie es nicht. Die Sache ist nämlich die. Augenblick mal, könnte es sein, dass mit Ihrem Telefon irgendwas nicht stimmt? Ihre Stimme klingt so merkwürdig. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Das Telefon ist in Ordnung, meine Stimme ist auch in Ordnung. Also gut, dann schießen Sie los. Na ja, also mein Problem ist... Mein Problem ist folgendes, ja. Also, ach Gott, es fällt mir wirklich schwer, darüber zu reden. Ja, so ganz ohne Reden. Also raus mit der Sprache. Wissen Sie, ich bin nicht mehr der Jüngste und dass ausgerechnet mir sowas passiert. Sowas ist was? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Nun drücken Sie schon. Am besten aber noch in unserer Sendezeit. Ja, ich versuch's ja. Also, um es kurz zu machen, ich hab mich verliebt. Aber das ist doch wunderbar. Nein, das ist eben nicht wunderbar. Ach so, ich verstehe. Bitte was verstehen Sie? Dass die Frau, in die Sie sich verliebt haben, ihre Gefühle nicht erwidert. Ach Gottchen, das wird immer alles gleich wieder so vereinfacht. Jetzt müssen Sie mir aber schon auf die Sprünge helfen. Nein, Sie müssen mir auf die Sprünge helfen. Na, und ich weiß doch gar nicht, verstehen Sie, was mit ihr los ist? Moment mal. Werden Sie hier überhaupt drei... Das heißt, Sie wissen gar nicht, ob Sie sie auch lieben. Ich will ja von Ihnen Hilfe haben. Ihr Problem ist also, dass Sie es ihr noch gar nicht gesagt haben. Ja, das kann man so sagen. Also ich habe es ihr noch nicht gesagt. Und warum nicht? Ja, wahrscheinlich bin ich zu verklemmt. Also es will mir nicht so recht über die Lippen, verstehen Sie? Die drei berühmten Worte, das meinen Sie doch. Ja, und wie ist es denn mit Ihnen? Haben Sie denn das schon jemals irgendjemandem gesagt? Wer? Ich? Natürlich, Sie, wer sonst? Schon lange nicht mehr. Ja, da sitzen wir doch im selben Boot. Ja. Und je länger es her ist, desto schwerer fällt es einem, stimmt's? Genau das ist der Punkt. Ja, aber warum? Aus Angst? Aus Angst? Warum aus Angst? Angst wovor? Ja. Wovor eigentlich? Vielleicht. Vor der Liebe. Ganz bestimmt nicht. Und wie ist es bei Ihnen? Ja. Gleichfalls.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Da bin ich aber gespannt. Wir probieren es zusammen. Einverstanden? Das ist doch ein Wort. Vielleicht funktioniert es dann. Ich? Liebe? Dich. Dich. Und somit, liebe Hörerinnen und Hörer, wären wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bis zum nächsten Donnerstag, wo das Motto wie immer lautet, wer Rat sucht, macht sich schlau an. Meiner Franziska Naumann. Thank you.